Wie sieht es mit unserer Motivation aus? Haben wir eine Vision, für die es sich lohnt, überhaupt morgens aufzustehen? Haben wir Ziele und positive Kreisläufe, unabhängig davon, was der Freundeskreis uns erzählt, Eltern uns erzählen, die Gesellschaft da draußen uns erzählt? Was bleibt von uns übrig, wenn wir die künstlichen Kreisläufe, die uns permanent ablenken, auf einmal wegbrechen? Was bleibt von uns dann übrig? Ein Haufen Elend? Eine Masse von dunkler Depression? Die ewige und unendliche Langeweile, die uns dann von innen zerfrisst? Die Wahrheit ist doch die, die meisten, die sich keine tieferen Gedanken über ihr Leben machen und nicht auf die Spiritualität kommen, keinen authentischen Weg finden, nicht erkennen, dass das Ich das einzige Problem ist. All diese Menschen, Tag ein, Tag aus, verplempern jede einzelne Sekunde ihres Lebens, die nie wieder zurückkommen wird. Nie wieder. Und selbst bei denen, die etwas begriffen haben, wie sieht das dort aus? Sitzt man eine Stunde am Tag? 3 Stunden? Hat man 5 Stunden? Oder sucht man permanent Ausreden, warum man keine halbe Stunde Zeit hat? Lamentiert, warum man keine 1,5 Stunden sitzen kann morgens? Aber für Geld steht man morgens 5 Uhr auf. Fürs Erwachen nicht. Das ist sehr traurig. Selbst bei spirituellen Leuten hast du viele Menschen total fehlgeleitet, die wirklich meinen, sie könnten ohne Sittlichkeit in der Meditation weiterkommen, was nie funktionieren wird. Das Fundament ist ein sittsamer Charakter. Und leider bricht das bei vielen schon da zusammen. Denn es wird so gut wie gar nicht gelehrt. Man lernt irgendwelche Sitzhaltungen. Zwanghaftes Glücklichsein ist es letztendlich, was man lernt. Ja, man lernt eine total seichte, verwässerte, eigentlich nach nichts schmeckende Substanz, die man dann Aufmerksamkeit nennt oder Achtsamkeit nennt. Man macht Achtsamkeitsübungen. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Die meisten wissen noch nicht mal, was das ist. Also wir haben auf der einen Seite Leute, die überhaupt gar nicht praktizieren. Deren Leben, Tag ein, Tag aus, ist komplett verplempert. Jede einzelne Sekunde. Und wer, für wen das zu hart ist, der, zumindest in meinem Fall, sollte aus diesem Kanal sich entfernen und auch diesen Kanal auch nicht abonnieren. Weil hier gibt es Wahrheiten, spirituelle, authentische Wahrheiten, die in den Schriften stehen. Und das allererste ist, wer sich damit überhaupt nicht beschäftigt in seinem Leben, Tag ein, Tag aus lebt und auf den Tod wartet, ja, den kann man auch nicht helfen. Für den ist jede Sekunde verplempert. Auf der anderen Seite, die Leute, die was machen, wie sieht die Motivation aus? Der Buddha sagt ganz klar, eine wesentliche oder überhaupt die grundlegende Eigenschaft, nach vorne zu kommen, ist Disziplin. Aber Disziplin ist ja in dieser Gesellschaft schon autoritär und schlecht. Komischerweise haben Leute Disziplin, 18 Stunden arbeiten zu gehen. Sie haben Disziplin, um im Club rumzuhängen. Sie haben Disziplin, in der Weltmeisterschaft jedes einzelne Spiel zu gucken. Ja? Wir haben Disziplin, Shopping zu gehen. Wir haben Disziplin für allen möglichen Schwachsinn, für allen möglichen Bullshit in dieser Gesellschaft. Aber wir haben keine Disziplin für das, was wichtig ist. Nämlich, dass du erwachst. Dass du Aufmerksamkeit lernst. Dass du dabei nicht einschläfst. Das ist ja grauenhaft, abstoßend bei manchen Leuten.
Da wähnt man sich spirituell, aber da geht gar nichts nach vorne, nichts. Das ist ein einziges Trauerspiel. Letztendlich ist es für die Menschen, die es machen, letztendlich sowieso nur eine Entertainment-Veranstaltung, ein Ponyhof und deshalb wird da doch nichts. Ja, man muss diese Keule einmal erstmal akzeptieren. Warum kann man diese absolute Wahrheit, dass man erwachen kann überhaupt, nicht als Nummer 1 in seinem Leben setzen, auf Platz 1 setzen? Warum tut man das nicht? Warum? Wann wollte man das tun? Wenn man dann die Diagnose des Krebses bekommt, wollte man es das dann tun? Wenn man denn dann den Unfall hatte, den Verkehrsunfall und im Krankenhaus im Sterben liegt, vielleicht im Koma liegt, wollte man es dann tun? Wann, wenn nicht jetzt? Und wenn nicht ich, wer dann? Um das mit Maimonides mal zu sagen. Wann? Wird es dann zu spät sein? Der Steve Jobs hat ein interessantes Statement abgegeben. Der hat eine berühmte Rede, wo er vor College-Studenten spricht. Da sagt er, eine wichtige Methode, die er angewendet hat, ist jeden Tag darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn er stirbt. Also er hat quasi eine Todesmeditation gemacht und hat sich überlegt, ist das, was ich jetzt mache, genau das, was ich machen wollen würde oder worauf ich stolz wäre, wenn ich kurz jetzt sterben müsste. Und glaube ich, das ist ein wesentliches Problem. Wir haben in dieser Gesellschaft, ja, in dieser Wellness-Gesellschaft, alles, was mit Tod zu tun hat, so komplett weggedrängt, ja, dass es schon unmenschlich ist. Das ist kein normaler Zustand. Das Wichtigste ist eventuell, dass man die Gelübde, die man ablegt, und die Ziele, die man ablegt, mit seinem Tod verbindet. Und sich überlegt, ich nehme dieses und jenes Gelübde auf mich, weil in dem Augenblick, wo ich sterben muss, werde ich in tiefen Frieden und Freude sein, weil ich es geschafft habe, es durchzuziehen. Weil ich kein Lemming war. Weil ich kein Schaf war, das geschlachtet wurde. Denn letztendlich, die Welt da draußen hat tausende Ablenkungen. Da wirst du nie nach vorne kommen. Nie. Ja, man kann sich treiben lassen, ja, aber das wird am Ende ins Schlachthaus führen und am Ende wird man sterben. So oder so. Und selbst da verstehen viele Leute nicht und machen Debatten über die Art und Weise, wie ein Mensch gestorben ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es den Tod gibt. Es gibt den Tod. Nimmst du das jetzt ernst? Oder gehst du weiter saufen, Drogen nehmen, dich hinter der Arbeit verstecken, hinter Frauen und Partnern und Männern verstecken? Was am Ende nichts nützt, absolut belanglos ist. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht ich, wer dann?